Hey Skatfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge Rocket. Und zwar sind wir im Monatsfinale Mai. Das heißt, 3x12 Spiele, 36 Spieler kämpfen um 5 Finalplätze. Ich bin mal wieder einer von Ihnen. Es ist jetzt mein dritter Anlauf schon. Bisher hat es im Monatsfinale ja noch nicht gelangt. Aber das ist natürlich auch nicht leicht, denn unter die ersten 5 zu kommen, das bedeutet schon so ein Schnitt 1300 und ein bisschen. Das wird man hier schon spielen müssen. Also die Strategie von daher klar, kontrollierte Offensive, Arbeitsverweigerung will ich mir natürlich nicht nochmal vorwerfen lassen. Hab beim letzten Mal den einen oder anderen Spruch von euch bekommen, vielleicht auch zu Recht. Insofern hier meine erste Karte gleich mal bis 22 gereizt, obwohl schon mit ein bisschen Bauchgrummeln, bin gar nicht unglücklich, dass ich hier nicht reingekommen bin. Kreuz wird gespielt, habe ich natürlich 4 Trümpfe dagegen mit einem Seitenass, also könnte interessant werden. Erstmal hier rausnehmen, gar nicht groß mit dem König schnippeln, damit macht man es, wenn es ganz dumm kommt, dem Alleinspieler leicht nachher noch ein Trumpfvolles zu angeln, wenn sich das Spiel so entwickelt. So, jetzt ist aber nach der zweiten Trumpfrunde klar, 5 Trümpfer ohne 3, Karo Ass 10 an der Seite, also die Beikarte ist bisher stabil und nun schauen wir mal, was jetzt passiert. Oh, Herz 10 ist natürlich erstmal nicht so ein gutes Zeichen für mich. Heißt, der Alleinspieler hat zu Karo Ass und 10 auch noch das Herz Ass im Blatt. Dann wird es vielleicht nicht ganz so leicht, wenn er ein wenig Schwäche noch in Herz hat, kann es vielleicht reichen, aber da ist jetzt auch noch die Pik 10 ganz offensichtlich gedrückt. So, 38 haben wir liegen. Wenn der Alleinspieler jetzt alles richtig macht, wird er das Spiel wohl gewinnen, aber das weiß er ja noch nicht unbedingt. Also der siebte Karo bei meinem Partner, das heißt, der Alleinspieler hat zu den beiden verbleibenden Trümpfen noch zwei Herz, Herz Ass und ja wohl vermutlich ein Bild. Und wenn er das Bild jetzt abschmeißt, die Dame etwa, dann haben wir 44 liegen und er kommt dann zu kurz. Danach nochmal Pik von meinem Partner und ich kann dann das Herz Ass mit dem König stechen. Also der Stich ist ein bisschen vergiftet. Wir spielen es hier durchaus ein bisschen giftig. Und insofern, zu Recht, denkt der Spieler 2 jetzt hier auch eine ganze Zeit nach, wie er diesen Angriff hier verwalten soll. Er sticht jetzt und ah, da ist es passiert. Jetzt spielt er Trumpf raus und damit habe ich Rest. Das war jetzt nicht die richtige Lösung. Das konnte insofern auch nicht funktionieren, als ja klar ist, dass ich das Pik Ass noch habe, nachdem hinten nur der König fiel. Da hätte der Spieler jetzt also besser das Herz nach dem Stich das Herz Ass gezogen und einfach gehofft, dass von mir die Pik Dame fällt, wie es auch der Fall gewesen wäre, nicht die Pik Lusche, dann hätte er das Spiel gerade noch gewonnen. Also erste glückliche geangelte 40 Punkte und ja, die sollte man auch immer mitnehmen, wenn es geht. Gerade mal über 36 Spiele am Dreiertisch sind es ja dann sogar immer 40 Punkte und die brauchst du am Ende auch. So, hat ihn nicht so sehr beeindruckt. Jetzt geht es gleich mit dem Grang weiter. Erster Stich hier schon wieder fraglich. Soll ich raufgehen oder tauchen? Ich tauche hier, weil sich der Alleinspieler ja gar nicht immer im ersten Stich schon leisten kann, zu schnippeln. Nun hat er es sich doch geleistet. Damit suchen wir jetzt hier natürlich den Abstich und wenn wir jetzt noch ein bisschen was bekommen, 30 liegen, dann kann es spannend werden. Ist aber nicht der Fall, hat zwar nur zwei Buben, insofern hat ihn der Spielverlauf tatsächlich jetzt unterstützt. Schneider sind wir geworden. So, drittes Spiel. Jetzt habe ich doch hier einen schönen Ansatz. 5 Volle im Blatt, könnte ein Kreuz werden, könnte ein Pik werden, aber das Spiel geht nicht kampflos an mich. Es wird wieder gereizt und dass jetzt sogar 23, also mehr als 20 gereizt wird, ist schon gar nicht so ein gutes Zeichen. Da werden ja mindestens zwei, wenn nicht gar drei Buben sein. Was soll das sonst für ein Spiel sein? Und jetzt wird sogar über 30 gereizt. Ja, ich habe mich jetzt hier entschlossen, kein Deut nachzugeben. Also, wenn Spieler 3 das Spiel haben will, dann wird er mir 48 sagen müssen. 5 Volle, wie gesagt, kein dolles Spiel, aber ja, gut. Nullu Wehr ist zwar unwahrscheinlich, wo ich zweimal selber 7, 8 habe, wenn er nur in den roten Farben, aber den, wenn er denn draußen ist, den will ich mir auf keinen Fall angucken.
Und insofern, wo jetzt hier 40 und 44 geboten war, war ja klar, entweder er zieht das Ding auf Grang, dann komme ich sowieso nicht ran und dann kann ich immer noch aussteigen. So, dann wollen wir mal gucken, ob es jetzt ein dreister Grang war. Er kann natürlich in allen Farben seine Schwächen haben. Ist sehr schwer jetzt hier zu sehen, was jetzt richtig sein könnte. Ich versuche es jetzt mal mit dem Bubeneinschub, dass mein Partner erstmal blank abtragen kann, obwohl das natürlich auch übel sein kann. Kann gerade das Tempo für den Alleinspieler bedeuten oder dass er sogar nur zwei Buben hat. War aber nicht der Fall. Abwurf Pik König hat mir insofern schon die Augen geöffnet. Pik König vermutlich blank. Ja, und Herz an der Seite. Ja, dann war natürlich glücklich, dass das Herz Ass blank stand bei mir. Oh, 4 Herz sogar und Pik Dame noch bei meinem Partner. Also manchmal muss man natürlich im Spielverlauf umdisponieren. Schon merkwürdig, dass er mir den König auf den Trumpf Schub gelegt hat und dann später noch die Dame hat. Andererseits, ich weiß, was ich zu halten habe, sodass wir aus dem Schneider kommen. Oh, Spiel 4 und wieder so ein ganz hohles Ei mit 3 Assen, aber nichts dabei. Hätte ich mir schon sehr überlegen müssen, überhaupt 18 zu bieten, aber das haben mir die Kollegen schon abgenommen. 18 geboten und gehalten. Als Dritter werde ich natürlich auf keinen Fall hier noch den Mund öffnen. Und was sehen wir? Null Ouvert, nur mit der blanken Herz 8. Ja, 3 Herz können nicht gedrückt sein, insofern kann ich direkt aufgeben. Ja, das ist ja wieder nichts hier. Uiuiui, kein Ass? Nee. Keine Chance. Kontrollierte Offensive heißt nicht Himmelfahrtskommando, sondern Geduld ist wie immer Trumpf beim Skat. Da kommt schon sicher noch was. So, Spieler 2 ist jetzt ein bisschen in Spiellaune, ist ein bisschen in Fahrt gekommen. Muss er natürlich auch. Der 96er am Anfang, der tat natürlich weh. Gut, nun hat er richtig und glücklich getroffen, Pik. Da habe ich natürlich nicht die Hoffnung, dass da was geht. Hab nur zwei Trümpfe und alle Farben mit. Jedes andere Spiel hätte vielleicht schwer werden können. Gut, blank aufgeschlagen. Jetzt kann es vielleicht doch knifflig werden. Nee. Also der Stich ist natürlich, wenn da mein Partner sich entscheidet, schon überzustechen, dann hat er offenbar doch nicht so viele Trümpfe. Das war vielleicht jetzt nicht der beste Zug, überzustechen. Andererseits, dann wird er auch noch zwei Karos dabei haben. Er kann sich gar nicht blank schmeißen und insofern hat der Alleinspieler jetzt hier auch gleich abgeklappt. Korrekt, wir sind gerade aus dem Schneider. So, Spiel 6, das muss es doch jetzt sein. Zwei Jungs, drei Asse und noch 14 Augen in Karo. Ich würde mal sagen, das Spiel soll zu mir. Und ja, erstaunlich, hier kommt gleich wieder eine Gegenreizung und zwar nicht zu knapp. Null auch nicht. Jetzt habe ich natürlich schon gar nicht mehr so ein gutes Gefühl. Und jetzt bei 27 wird gepasst und ich finde natürlich auch Käse. Jetzt drücke ich 0 Augen. Normalerweise wäre es ja ein Karo, aber 27er Reizung, das ist ja die Karo-Gegenreizung. Da könnten oder müssen sogar 5 Trumpf stehen, wenn man die Reizung vollnimmt. Ich habe sie vollgenommen und spiele jetzt den Herz. Ja, ein bisschen Magengrummeln habe ich jetzt natürlich schon. Ist nicht mehr so ein schönes Spiel, wie es zunächst aussah. So, wollen wir mal genau gucken. 14 Augen, jetzt kommt Pik. Das ist schon mal die erste Überraschung. Hatte natürlich eher mit Karo gerechnet. Trumpf wieder raus. Au! 5 Trumpf dagegen und die Pik 10 ist schon mal weg. Das wird ja jetzt ein heißer Ritt. Wobei, jetzt kriege ich die Kreuz 10. Jetzt gibt es ja wieder Hoffnung. Vor allen Dingen erst Pik Dame aufgespielt, jetzt Kreuz 10. Irgendwie habe ich da schon fast den Verdacht, dass das eine ganz interessante Verteilung ist, insofern, als der Gegenspieler vielleicht genau die gleichen Farblängen hat wie ich. 5 Trumpf in Herz, blank in den beiden dunklen und dann 3 Karos. Jetzt spielt er Trumpf mit mir. Ja, die Dame nehme ich dann raus. Also, wenn mich die Theorie nicht täuscht, dann wird das Spiel jetzt gerade gewonnen, weil auch Karo noch zweimal bedient werden muss. Ja, so ist es auch.
Interessant. Also ganz gleichmäßig die Verteilung beim Gegner, genau wie bei mir. Und ja, Spieler 2 wieder. Warum wimmelt er denn auf den zweiten roten Buben direkt die Pik 10? Die war doch völlig ungefährdet zu viert. Da hätte er vielleicht besser erstmal die Karo Dame fallen lassen, den Blanken, seinem Partner einen Hinweis gegeben und ihm nicht gezwungen, direkt rauszunehmen. Dann hätte sich in Herz und Karo irgendwie ein etwas anderes Gabel-Endspiel aufbauen können. Ich meine, ich hatte die Trumpf 7, von daher glaube ich schon, dass da was für mich gegangen wäre, aber so war es natürlich jetzt leicht, auch immer an die Karo 10 ranzukommen. So, wir sind im siebten Spiel und ja, Mensch, 27er Reizung, Herz 10 gleich im ersten Stich. Jetzt Ass hinterher, gut, 6 Trümpfer. Und da heißt es gleich durchladen, wenn da was gehen soll, dann nur mit vollem Risiko. Das ist aber nicht der Fall. Also Plan B, Schneider frei. 27. Gut, Schneider frei sollte und wird gelingen. Da sind wir raus. Und ja, kann man das Spiel schon abhaken und sich gleich gedanklich auf das nächste einschießen. So, 120 Augen nach 7 Spielen. Tja. Doll ist es ja bisher noch nicht. Spieler 3 auch noch nicht viel abbekommen. Spieler 2 hat die meisten Spielanteile, ist aber mit einem einzigen Beatspiel so weh tut das. Das wirft einen ganz nach hinten, beziehungsweise das wirft einen so weit nach hinten, dass es schwer ist, das aufzuholen, selbst mit vielen Spielanteilen. So, 4 Trumpf dagegen, Pik 10 ganz offenbar gedrückt und jetzt testen wir gleich mal wieder die Stechfarbe, immer auf den wunden Punkt, wenn es geht, setzen unseren Partner darüber ins Bild, dass wir das Kreuz Ass haben und dann schauen wir mal. Gut, 3 Herz wird der Spieler wieder dabei haben. Er weiß natürlich noch nicht, dass meine Herz 10 blank ist und insofern, tja, was macht er jetzt? Er zieht tatsächlich nochmal den Kreuz Buben, er zieht von oben. Ja, guckt euch das an. Das ist ja wie eben im ersten Spiel. Er spielt Trumpf, Trumpf, will sich schön in die Gabel setzen, aber es war doch auch schon wieder ein Herz abgeschmissen. Und jetzt kommt er wieder zu kurz und ich sammle die Bilder ein und trotz blanker Herz 10 verliert er wieder das Spiel. Mensch, das wäre doch auch wieder besser gegangen. Da hätte er sicher wieder besser nicht den Kreuzbuben gezogen, sondern direkt Herz oben unten, unabhängig davon, ob er nun die 10 bekommt, was er ja nicht wissen kann, kann er sich damit einen weiteren hohen Stich garantieren. Er sitzt dann mit dem Trumpf, höchsten Trumpf noch hinten, dann hätte er das Spiel gewonnen. So, jetzt bin ich aber dran. Vorhand, schönes Ding, war schon im Überlegen und hatte mir gedacht, sicherheitshalber werde ich hier reingucken, auch wenn das natürlich juckt, den Granghand zu spielen mit, aber mit 4 Abgabestichen. Sicherheit kommt zuerst. Dann aber bekomme ich hier die 50er Reizung aus Mittelhand und damit muss ich natürlich den Granghand machen. Und die Farben sitzen natürlich presst, das sieht man sofort. Also von daher durchaus jetzt ein bisschen sorgfältig gucken. Der kann auch in die Hose gehen. 15. Gut, nun sieht es gut aus, nun kann ich hier kontrolliert auf nur 11 Augen abschmeißen. Sitzt immer schön in der Hinterhand, 26, 36. Damit ist das Thema für mich gelöst. 47, Rest bei mir, Granghand gewonnen. So. Zweites Spiel gemacht und schon die Führung am Tisch übernommen und jetzt kommen ja auch plötzlich mal die Buben. Da sind sie ja. Wo wart ihr denn so lange? Da brauche ich aber noch eine kleine Verstärkung. Sie kommt in Form des vierten Buben Karo Bube dazu. Ja, die Beikarte ist natürlich nicht doll und insofern mache ich da lieber den Siebentrümpfer. Der sieht doch ziemlich solide aus. So. Hier muss man jetzt mal überlegen. Stechen ist zwar eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht unbedingt die beste. Wir können auch in 3 Stichen verlieren. Dann lieber mal auf 11 Augen abwerfen. Und da hat sich das Spiel schon zu meinen Gunsten entschieden. 32 Augen haben die anderen sind rausgekommen.
Jetzt zeige ich dir die Karten. Da ich hoch vorsteche, kann es jetzt höchstens noch gegen vier Trümpfe einen Stich geben. Auf keinen Fall mehr den Sieg. So, frivole 18 mit zwei Assen zu dritt. Ah, gefunden wie damals, wie früher, als die Welt noch in Ordnung war. Und das ist natürlich verführerisch. Drei alte Buben, Ass zu viert, Ass zu dritt, nur zwei Farben. Aber ich sitze in Mittelhand und wenn die Kreuz 10 zu dritt ist, dann komme ich zu kurz, dann gebe ich hier fünf Stiche ab. Das ist einfach brandgefährlich. Da habe ich keine Kontrolle, keinen Halt in der Karte und das ist dann auch nicht schwer umzuwiegen, das Spiel, wo ich noch nicht mal einen vollen gedrückt habe. Von daher komme ich auf diese Idee nicht, sondern ganz solide Kreuz und hier seht ihr es, Kreuz 10 steht tatsächlich zu dritt. Also es war nicht die schlechteste Idee, hier das Farbspiel nur zu machen. Karo 10 blank allerdings, damit wäre der Gang dann vielleicht gerade so gegangen, aber diese Schmerzen oder diese Probleme, die wollte ich mir gar nicht anschauen. Und guck mal, das war doch nur ein schöner Hattrick und schon habe ich 509 und bin höchst zufrieden. Aber es kommt ja auch noch Spiel 12, ne? Auch die Nachspielzeit zählt noch mit. Und insofern nehme ich mir noch ein Spiel, schauen wir uns noch ein Spiel an, wo ich wieder auf drei Buben und vier Vollen sitze. 24er Reizung, also Spieler 2. Ah, wieder passend gefunden, herrlich. Ein bisschen Verstärkung brauchte ich ja schon. Also Spieler 2 in Mittelhand, der gibt die ganze Zeit Gas. Ich will nicht sagen wie ein Irrer, aber zumindest lässt er die Puppen ganz schön tanzen. Hat jetzt allerdings Pech, dass ich so starke Ansätze habe, dass ich seine Reizung einfach halten kann. So, Spieler 3 hat aufgepasst, lässt sich da nicht anschmieren, ist ein ganz typisches Muster. Erst die Blanke raus, wenn die 10 im Keller ist, er nimmt gleich mit. Und damit habe ich jetzt natürlich nur noch Schneiderchancen, wenn das Pik Ass gleich rausgenommen wird. Es wird gleich rausgenommen. Ja, durchaus ein bisschen überraschend, erfreulich. Auch dieses Spiel noch Schneider. Ja, und dann habe ich doch hier eine herrliche 631 gespielt, also mit diesem Endspurt vier Spiele hintereinander noch ganz groß geglänzt, obwohl ich das erste Spiel erst im sechsten gemacht habe. Also, was soll ich sagen? Sollte es heute vielleicht so sein, also heute so weit, dass ich es mal schaffe? 631, jedenfalls eine sehr solide Basis. Gucken wir mal, was die beiden nächsten Listen bringen.